Hallo, die Sternzeichen-Quickies für die neue Woche kommen hier für dich. Wir sind jetzt schon in der Woche vom 13. bis 19.06.2022. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir schauen mal, was die Karten dir, diese da, findest du auch in der Infobox unten aufgelistet, dir für die neue Woche so als Rat, roten Faden, Tipp, Hinweis, Warnung, was auch immer mit auf den Weg geben wollen. Natürlich, es ist wie immer ein allgemeines Reading, also nimm dir die Botschaft nur an, wenn sie für dich passen. Ansonsten nimm sie nicht an. Wenn du wirklich mitkriegst, das passt jetzt hier so gar nicht, dann kann es sein, dass du deine Botschaft für diese Woche eher in deinem Aszendent oder Mondzeichen versteckt findest. Dann schau einfach da mal rein. Auch in der Infobox findest du alles mit Zeitstempeln versehen. Das heißt, du gehst einfach nur in die Infobox, suchst dir raus, für welche Sternzeichen du dich interessierst, Aszendent und oder Mondzeichen, klickst drauf und wirst automatisch dahin gehopst, wo du hin möchtest und musst nicht irgendwie, wenn du Steinbock bist, bis zum Ende durchgucken, weil ich Steinbock immer als letztes mache. So. Das gesagt, wollte ich noch was sagen? Am Montag, je nachdem, wann du dieses Video schaust, am Montag um 8.30 Uhr startet mein Monday Morning Club. Wir treffen uns, wir plauschen miteinander. Es war so das Lieblingstreffen aus meinem Flamingo Club, den ich ja geschlossen habe. Und sie haben gesagt, oh Mensch, das war aber immer so cool, gemeinsam in die neue Woche zu starten. Also warum das nicht beibehalten? Wenn du da Lust drauf hast, 8.30 Uhr den ersten ungeschminkten gemeinsamen Kaffee zu trinken, dann melde dich an. Den Link dazu findest du auch in der Infobox. Es gibt maximal 6 Plätze. Und wird regelmäßig stattfinden, diesen Montag, nächsten Montag, irgendeinen nächsten Montag dann. Also dann freue ich mich, wenn du dann dabei bist und wir gemeinsam übers Leben plaudern und in die neue Woche starten. So, jetzt aber starten wir mit unserem Wassermann. Guck mal, was der uns so zu sagen hat für diese Woche, beziehungsweise was die Karten dem Wassermann sagen wollen. Und da haben wir den Geist des Ostens für dich. Und hier geht es darum, deine Gedankenwelt mit deiner Gefühlswelt in Einklang zu bringen. Weil das, was wir denken, passt nicht immer unbedingt zu dem, was wir fühlen. Und manchmal ist die eine Sache ein bisschen lauter als die andere Sache. Und dann denkt man sich so, ja, wie denn jetzt hier eigentlich? Also achte mal drauf, wem du mehr Aufmerksamkeit gibst und ob du das vielleicht auch in den Gleichklang bringen kannst. Vielleicht findest du auch eine Möglichkeit, Gedanken ziehen zu lassen. Vielleicht hast du Harry Potter gesehen, da hat ja Dumbledore immer dieses Ding da gehabt, wo er seine Gedanken reingegeben hat, dass er abends ruhig zu Bett gehen kann. Vielleicht nutzt du auch diese Möglichkeit und schreibst abends einfach mal alles auf, was dich sonst vielleicht nicht schlafen lassen würde oder in den Schlaf finden lässt. Schreib es auf, dann ist es raus aus dem Kopf, liegt neben dir dann der Zettel oder das Büchlein, in das du das reingetragen hast. Also es ist ja noch da, von daher kannst du ja ruhig schlafen, weil die komischen Gedanken warten ja morgen auf dich. Die kannst du ja dann wieder mitnehmen. Aber dass es dann nachts doch in die Ruhe kommt. Ansonsten kannst du auch mal schauen, wo du dich vielleicht zurückhältst im Dinge voranbringen, wo du längst weißt, du solltest es tun, aber es vielleicht auch nicht tust oder wo du merkst, dass du jetzt einfach die nächsten Schritte gegangen bist. Da kannst du dich ja auch feiern. Wir gucken mal ins Tarot. Lieber Wassermann, was wir hier noch für dich haben. Ja, Gedanken. Gedankenkarussell, da haben wir es. Also was auch immer da ist, es bringt ja nichts. Es zieht an dir, es zerrt an dir, aber führt dich nirgendwo hin. Das weißt du, trotzdem änderst du dein Verhalten nicht. Also es ist ja an dir, da auch mal eine Entscheidung zu treffen. Und glaube mir, wenn du jetzt sagst, naja, die Niese kann meinen Kopf nicht ausstellen. Doch kannst du. Es ist eine Entscheidung. Du kannst das ausstellen da oben. Du kannst das leiser drehen, du kannst das ausschalten. Du kannst dich auf andere Körperteile besinnen und sagen, okay, was sagt denn mein Herz dazu, was sagt denn mein Bauch dazu, was sagt denn die weise Person in mir, die nicht in diesem Wirrwarr drin ist, um dich wieder runterzufahren. Das mit dem Aufschreiben habe ich dir schon gesagt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, du willst dich irgendwie aus der Affäre ziehen, aus irgendeiner Affäre ziehen und statt klar darüber zu kommunizieren, spielst du sämtliche Szenarien in deinem Kopf durch. Wie könnte das dann sein und wie müsste das dann werden, statt es einfach mal zu machen? Und Wassermann, ja. Also, die Woche kann toll werden, also das Potenzial ist da, aber du musst da wirklich mal von deinem Zeug, das dich eigentlich schon selber langweilen könnte, loslassen. Weil
das Häschen in der Grube spielen und so in so eine Wiederholungsschleife zu gehen von naja, aber und überhaupt und weiß ich nicht, da warst du doch schon so oft, da warst du doch schon so oft, dass du wirklich jetzt mal anfangen könntest, Nägel mit Köpfen zu machen und die Dinge, die dir schon lange, lange im Kopf rumgehen, die du dir schon lange wünschst, egal wie groß oder wie klein es ist, in die Veränderung zu bringen, weil das lohnt sich. Was der Stäbe, das lohnt sich. Du hast doch irgendeinen Gedanken, du hast doch irgendeine Idee, die dir schon lange keine Ruhe mehr lässt. Und egal wie groß oder wie klein die Veränderung danach ist, du hast doch schon alles in deinem Kopf durchgespielt. Die ganzen Horrorszenarien, die sind doch da schon gewesen. Also wie schlimm kann es denn jetzt wirklich werden, wenn du die Lösung, die hast du ja, der Schlüssel ist ja da, wenn du den auch einfach mal nutzt und da mal aussteigst aus diesem Scheiß. Weil wird gut. Wird gut. Halleluja, das wird ja mal eine lustige Woche. Ich meine, gut, wir haben ja auch Saturn rückläufig und unser lieber Saturn holt uns ja die Sachen hoch, die wir vorher immer mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben. Also es kann sein, dass die Sachen, wo du vorher schon wusstest, oh, das piekt, da stolperst du jetzt drüber. Das ist, ja, viel Spaß. Ich ziehe dir mal noch eine Herzensbotschaft. Was haben wir denn abschließend für den Wassermann? Wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Gehe mitfühlend mit dir selbst um und nimm deine Seelenbedürfnisse ernst. Look what the card just said, ja. Aber schenke auch anderen dein Mitgefühl und deine ganze Aufmerksamkeit. Je mehr du dich verschenkst, desto mehr bekommst du geschenkt. Ja, halte dich da dran. Okay. Für die Fische. Was haben wir für unsere Fische? Huch, in der neuen Woche. Rutsch mir das halbe Kartendeck in den Schoß. Was haben wir für unsere Fische in der neuen Woche? Was ist die Botschaft, der Rat, der Hinweis, die Warnung, der rote Faden in der neuen Woche? Farn. Der Farn sagt, da wo du bist, bist du zu Hause. Da, wo du bist, ist richtig und da kannst du dich ausbreiten und ausweiten. Wenn du das Gefühl hast, dass da, wo du bist, dein Zuhause ist oder vielleicht auch noch gar nicht geworden ist an der Lebenssituation, in der du gerade bist, dann wisse trotzdem, sie ist richtig. Also mach's dir da bequem. Richte dich da ein, breite dich da aus, wachse da rein, erblühe und wisse, es tut dir gut, da wo du gerade bist, da gibt es was zu entdecken, da gibt es was zu wirken, da gibt es was zu bewirken, da gibt es vielleicht auch was zu lernen, aber ist richtig und entspann dich da rein und wisse, da wo du bist, wenn du dich wirklich mit dir verbindest, da bist du auch beschützt. Da ist es gut für dich. Was sagen uns denn die Tarotkarten für die Fische zu diesem Thema? Was haben wir denn hier noch als Ergänzung? Ja, entspann dich rein. Egal, was auf dich zukommt, egal mit welchen Dingen du dich beschäftigst, ob das Dinge sind, die du, ja, irgendwelche Projekte, die du gerade angehst, ob das aber auch irgendwelche Herausforderungen sind, die von außen an dich herangetragen werden. Dein Auftrag ist es, anzuerkennen, dass da, wo du bist, bist du in deiner Mitte und beschützt. Ja, sie ist ja hier in dieser Lichtkugel, in diesem Lichtei. Und da kann kommen, was will. Du bist bereit, das anzugehen, deine Ideen zu verwirklichen, dich Themen zu stellen, die vielleicht auf dich zukommen. Ja, mega krass hier. Das, was schon lange in dir brodelt, auf die Erde zu bringen, weil es gar nicht mehr anders geht, weil dein altes Leben dich einfach auch total langweilt. Und vielleicht ist das Neue noch nicht ganz verfügbar und du musst aus dem Alten noch ein paar Dinge loslassen, die dich vielleicht noch daran erinnern, wer du mal warst, wer du aber schon lange nicht mehr bist, damit du dann wirklich geheilt neu starten kannst, geheilt neu starten kannst und wirklich annehmen kannst, wer du zu wem du geworden bist und was es jetzt für dich zu entdecken und zu erobern gilt, was es mit der Welt zu teilen gibt, dich und deine Großartigkeit. Und ja, da musst du vielleicht noch reinwachsen. Die Raupe hat sich vielleicht noch nicht dran gewöhnt, wie ein Schmetterling zu fliegen hat. Die denkt sich noch, ich muss hier rumkrabbeln, weil ich war doch gestern noch eine Raupe und mir hat keiner in der Flugschule das Fliegen beigebracht. Aber wisse, du wirst es entdecken, du wirst es finden, liebes Fischlein.
Und deine Herzensbotschaft für die neue Woche ist, die wirkungsvollste Methode loszulassen, ist, sich tief zu entspannen. Ist ganz einfach. Was immer passieren mag, nimm es an. Welche Probleme auch auftreten, begegne ihnen mit liebevoller Achtsamkeit. Was für eine geile Botschaft. Ha, sehr cool. Ich wünsche dir eine schöne Woche, liebes Fischlein. Und dann kommen wir mal zum Widder. Was ist die Botschaft in der neuen Woche für unseren lieben Widder? Gucken wir mal rein. Was ist das Motto, der rote Faden, der Hinweis der Karten, der Rat? Da haben wir den Seher oder die Seherin. Es geht darum, mehr auf das zu achten, was tiefer liegt, was vielleicht nicht an der Oberfläche erkennbar ist, und auf dein Bauchgefühl zu hören. Vielleicht macht dir jemand ein Angebot, vielleicht begegnest du jemanden und du denkst so, wow, das ist so cool, yay. Und dein Bauch schreit, Warnung, 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 Warnung. Oder auch andersrum, vielleicht begegnet dir jemand und du denkst, das ist aber ein komischer Vogel oder na, ich weiß nicht. Und dein Bauch sagt, doch, doch, doch. Also geh mal auf die tiefere Ebene. Lausch auch zwischen den Zeilen. Vielleicht bist du auch in einem wichtigen Gespräch mit jemandem und das, was gesagt wird, deckt sich nicht mit dem, was du wahrnimmst. Dann achte auf diese innere Wahrnehmung, weil die ist richtiger als das, was nach außen hin gezeigt wird. Achte da wirklich drauf. Der Widder ist ja auch mega intuitiv. Also von daher sollte dir das nicht schwerfallen. Achte eher auf das, was wirklich bei dir ankommt, als auf das, was so offensichtlich gezeigt wird. Ja, kannst vielleicht auch auf deine Träume achten. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges versteckt, wenn du nachts träumst. Und behalte auf jeden Fall einen kühlen Kopf. Triff keine vorschnellen Entscheidungen in der neuen Woche. Lass dich, wie gesagt, nicht mitreißen von der Begeisterung anderer. Wenn du jetzt mit Leuten zusammen bist, die sagen, oh mein Gott, lass uns das machen. Du denkst so, ja, warum eigentlich nicht? Die finden das ja alle so toll. Und dann schläfst du eine Nacht drüber und denkst dir, oh mein Gott, wo habe ich mich denn da reingeritten? Also wenn du Sachen entscheidest, dann wäge die gut ab, entscheide aus einem kühlen Kopf heraus, vielleicht ein, zwei Nächte drüber schlafen, bevor du Entscheidungen triffst. Ist hier in dem Fall auf jeden Fall besser für dich, lieber wieder, als auf so einer emotionalen Welle von anderen mitzureiten. Ja, nur weil die anderen hier Stricken alle so toll finden, heißt nicht, dass du mit Stricken anfangen musst und Stricken gar nicht dein Ding ist. Also kann man ja mal probieren, aber wie gesagt, du musst nicht jeden Trend mitmachen, du musst nicht allem hinterherrennen, nur weil es alle machen, musst du es nicht machen. Achte wirklich darauf, ob das auch zu dir so passt. So, deine Herzensbotschaft ist, du kannst nur dann etwas Neues in dein Leben einladen, wenn du zuvor etwas Altes loslässt. Was ist das Neue, für das du dein Herz jetzt öffnest? Was kann dir helfen, wieder in den Fluss des Lebens einzutauchen und ihm zu vertrauen? Auch hier, jetzt habe ich sie schon wieder reingemischt, unsere Königin der Schwerter, die da über den Dächern der Welt saß. Vielleicht nimmst du dir mal ein bisschen Auszeit, um mal genau in dich zu gehen. Was genau will ich denn? Wie soll das aussehen? Wie soll sich das anfühlen? Wie genau will ich das haben? Dass du da nochmal in eine Klarheit reinkommst, wo es sonst nur so ein unbestimmtes, halbkonfuses Etwas in deinem Kopf ist. Stier. Für den Stier in der neuen Woche haben wir die Botschaft, prophetische Träume. Achte auf deine Träume. Vielleicht nimmst du dir mal wieder ein Notizbüchlein mit ans Bett und wenn du träumst, wenn du merkst, dass du träumst, dass du versuchst, dich wach zu machen oder mit so einem halbwachen Auge dir Notizen zu machen, was in deinen Träumen geschehen ist, weil das könnte am nächsten Morgen nochmal wichtig sein. Und wir kennen das, also vielleicht kennst du das, mir geht das so, ich habe oft, dass ich was träume und denke, das muss ich mir merken, das war so eindeutig, ich merke mir das. Und dann merke ich es mir doch nicht. Dann weiß ich nur noch, ich wollte es mir merken, aber es ist weg. Prophetische Träume kann auch heißen, dass du dich mit deiner Intuition mehr verbinden sollst, dass du vielleicht, wenn jemand dich um einen Rat bittet, dass du dich wirklich darauf einlässt, das, was dir als Eingebung kommt, als Rat gelten zu lassen. Und nicht das, was in einem Lehrbuch stehen würde, unbedingt so 1:1 wiederzugeben, sondern zu sagen, okay, laut Lehrbuch wäre es so, aber ich empfinde es gerade ganz anders. Und ich glaube, das wäre der richtige Rat für dich, dass du auch da auf deine Eingebungen vertraust,
egal was du mal, also vielleicht bestimmte ethische Sachen nicht außer Acht lassen, aber egal was du mal gelernt hast, deinen eigenen Weg gehen ist hier viel wichtiger für dich, lieber Stier. So, was haben wir denn noch? Ja, weil das ist dein Erfolgsweg. Das ist dein Erfolgsweg, dich auf dein eigenes, auf deine eigenen Eingebungen zu vertrauen, darauf zu verlassen oder eben auch dem Rat, den du in deinen Träumen, hier haben wir es nochmal, die Hohepriesterin, in deinen Träumen, wir haben das zweimal hier krass wahrnimmst, wirklich zu folgen. Folge den Zeichen deiner Träume. Wie konfus die erstmal sein mögen, deswegen schreib es auf, weil dir beim Aufschreiben und wieder raufschauen vielleicht Dinge auffallen, die dir so erstmal nicht bewusst sind. Jetzt kenne ich mich nicht mit Traumdeutung, auch Stern. Träume, was das Zeug hält. Träume, was das Zeug hält. Was soll ich dir sagen? Ich wollte gerade noch sagen, jetzt kenne ich mich nicht unbedingt mit Traumdeutung aus. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Du wirst wissen, welche Botschaft es ist. Aber wir haben von 4 Karten 3 Traumkarten. Also da muss ja irgendwas drinstecken. Meine Güte. So. Abschließende Botschaft für den Stier. Alles, woran du innerlich festhältst, hält auch dich fest. Wie viele Dinge besitzt du, die du nicht brauchst? Wie häufig sagst du ja, obwohl du eigentlich nein meinst? Wie oft triffst du dich mit Menschen, die dir nicht mehr, sage ich mal dazu, gut tun und dir deine Energie rauben? Könnte vielleicht auch nochmal was sein, was in deinen Träumen auftaucht, wo du nochmal hinschauen kannst, was es da vielleicht auch nochmal energetisch loszulassen gibt mit dem einen oder anderen oder mit der einen oder anderen Person oder Sache oder Situation, der du vielleicht noch nachgrollst. Okay. Die Zwillinge, wenn du Geburtstag hast, Happy Birthday. Wenn du Geburtstag hattest, auch Happy Birthday. Und wenn du demnächst Geburtstag hast, sage ich es vielleicht nächste Woche nochmal. Okay. Hoppala. Für die Zwillinge haben wir, du bist heilig, also erhebe dich. Komm in deine Größe, es ist für dich sowas von vorgesehen, zu strahlen, zu leuchten, jetzt ja auch mit deinem Geburtstag, so eine Art, ja, Phönix aus der Asche zu gehen und zu sagen, hey, ich habe ein komplett neues Jahr geschenkt gekriegt, hoffen wir es mal. Ja, hoffen wir mal, komplett neues Jahr geschenkt gekriegt. Was mache ich draus? Was mache ich noch wunderbarer, noch zauberhafter? Wie kann ich noch mehr wirken und bewirken und mein Leben genießen und das Beste aus allem machen? Weil ich bin heilig. Es ist kein Zufall, dass ich hier bin. Also lasse ich mein Licht leuchten. Warum? Nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich auch die verdammte Verpflichtung habe, das zu tun. Spaß. Oh, na, viel Spaß dabei. Ich fühle mich mal mit angesprochen. Ich habe ja jetzt auch gerade Geburtstag. 12.06. Also, ja, wir Zwillinge. Lass uns leuchten, lass uns scheinen, lass uns die Welt schöner machen, unsere Welt schöner machen. Lass uns da wirklich dran arbeiten und dranbleiben, dass wir auf unsere Art in dieser Woche dauerhaft, aber in dieser Woche offensichtlich ganz besonders, uns wirklich hinsetzen und gute Dinge tun, gute Ideen sammeln und die auch gut ins Umsetzen bringen. Weil was bringt es mir, wenn ich tolle Ideen habe, aber nichts draus mache? Und tauch da mal wirklich ein in deine Tiefen, wie heilig du bist, wie wichtig du bist, sonst wärst du nicht hier. Und entdecke das mal, entdecke auch mal, welcher Anteil in dir das vielleicht noch nicht glauben kann oder dich vielleicht kleiner halten will, als du es tust. Aber wenn dir das einmal klar geworden ist, wie heilig du bist, dann brich auf und erobere diese Welt mit deiner Großartigkeit, mit deinem Sein, mit deiner ganzen Essenz einfach. Und wie Phönix aus der Asche, lass das alte Ich hinter dir vom letzten Jahr, das bist du ja nicht mehr. Und erkenne, wer ist dieses neue Ich, das durch dieses Lebensjahr geht und was will ich hier bewirken. Okay, hier kommt nichts mehr, außer dass ich hier mein Kartendeck, meine Box abschieße. Dann ziehe ich dir mal noch die abschließende Herzensbotschaft für die neue Woche. Die lautet, was andere von dir erwarten, ist nicht dein Problem. Sei nicht zu brav, sei nicht angepasst.
Die Menschen, auf die es wirklich ankommt, respektieren und lieben dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Nee, du musst dich wirklich nicht klein machen, lieber Zwilling. Wahrlich nicht, sondern du musst dich größer machen und größer machen und noch größer machen. Und die richtigen Menschen an deiner Seite, die schon da sind, die vielleicht aber auch noch dazukommen, werden dich genauso lieben und genießen in dieser Größe, die hier für dich vorgesehen ist. Wie krass bitte ist das denn? Oh, oh, Wahnsinn, wahnsinnig genial. Ach, gut. Einmal gewischt, dann kommen wir zum Krebs. Was ist die Botschaft für die neue Woche, für unseren lieben Krebs? Der Ratschlag, der Hinweis, der rote Faden der neuen Woche, das Thema, das Motto. Und wir haben hier Ivy, Efeu. Efeu sagt, breite dich aus, wachse, gedeihe, Fruchtbarkeit. Egal wie die äußeren Bedingungen sind, der Efeu wächst und wächst und wächst. Breitet sich aus unaufhaltsam. Und das darfst du auch. Das darfst du auch. Du darfst dich ausbreiten. Du darfst dich ausdehnen. Du darfst in die Rollen reinwachsen, in die du reinwachsen möchtest. Du musst nicht mehr so tun, als wärst du die alte Version und musst alte Dinge machen, weil du sie schon lange so gemacht hast, sondern du darfst annehmen, dass du reingewachsen bist oder noch dabei bist, reinzuwachsen in eine neue Version von dir. Und du darfst diesen Platz einnehmen und ausfüllen und sogar über den Rand malen, über den Rand wachsen. Weil so ein Efeu, der ist ja auch nicht aufzuhalten. Wenn der erstmal wächst, dann wächst er. Also wachse weiter, gedeihe weiter, noch größer und noch größer. Und wenn du denkst, meine Güte, aber hier ist doch jetzt gut, der Efeu wächst sogar noch weiter. Also nimm dir den Efeu in dieser Woche als Vorbild und erlaube dir, über den Rand zu springen. Erlaube dir Dinge, die du dir vielleicht bisher noch nicht erlaubt hast, von denen du vielleicht noch nicht mal gewagt hast, sie zu träumen, weil sie dir als zu groß erschienen sind oder auch als zu verrückt oder als, das gab es ja noch nie in meiner Familie sowas. Mir würde ja schon ein beschauliches, schönes Leben reichen, aber wisse auch, dass es an der Zeit ist. Wir haben 3 Aufbruchskarten hier. Sowas von aufzubrechen und dir zu holen, dich auch führen und leiten zu lassen und dir dabei zu holen, was dir zusteht, was vielleicht keiner in deiner Familie und keiner in deinem Umfeld bisher gemacht hat oder sich getraut hat oder dir eingeredet hat. Ach, du weißt du, wenn du ein normales Auskommen hast, dann ist doch gut. Nee, du hast den Auftrag, über den Rand zu malen, über den Rand zu wachsen, ungezügelt zu sein. Du bist kein englischer Rasen, du bist der Efeu. Und hol dir das, was sich noch keiner getraut hat zu holen. Hol dir das, weil es ist sowas von an der Zeit, lieber Krebs. Die Herzensbotschaft für die neue Woche für dich lautet: Empfindest du dein Leben oft als anstrengend? Dann könnte es wichtig für dich sein, öfter mal Nein zu sagen. Sage Stopp zu Menschen, die dir nicht gut tun, zu Aufgaben, die dich überfordern und zu all den Dingen, die deiner Seele oder deinem Körper schaden. Vielleicht auch nicht mehr zu dir passen, vielleicht auch nie zu dir gepasst haben. Die Begrenzungen der anderen, die dürfen die behalten. Die musst du nicht übernehmen, lieber Krebs. Wachse ungezügelt in dieser neuen Woche. Der Löwe hat als, huch, da rutscht sie so, dann nehmen wir sie. Der Löwe darf mal ernten. Der Löwe hat so viel gemacht, getan, gedacht, hat so viel Samen gesät, vielleicht auch nur im Kopf, vielleicht auch in echt. Und jetzt ist es an der Zeit, da mal zu schauen, welche Früchte kann ich jetzt schon ernten, welche sind reif. Welche brauchen noch ein bisschen Hege und Pflege, bis sie zur Ernte gebracht werden können? Aber anzuerkennen, ich darf mir in dieser Woche richtig, richtig gut gehen lassen. Ich darf mir was gönnen. Vielleicht, ja, hast du auch Lust, mal wieder ein besonderes Dinner zu kochen oder sagst, Mensch, das habe ich schon lange nicht gemacht. Gönn dir was in jeglicher Form, wenn es darum geht, irgendwie
Dinge an den Start zu bringen dann jetzt. Aber auch, ich meine, jetzt hat ja der Löwe auch demnächst mal Geburtstag, vielleicht auch die Zeit zu nutzen, in dieser Woche mal Revue passieren zu lassen, was du in diesem Jahr bisher erreicht hast. Und jetzt rede ich von deinem Lebensjahr 2021, 2022, was du bisher erreicht hast, wie du die letzten ein, zwei Monate bis zu deinem Geburtstag noch nutzen willst, um Dinge zum Abschluss zu bringen, um dann eben auch mit deinem Geburtstag einen Neustart hinzulegen. Und was du auch im neuen Lebensjahr vielleicht alles ernten willst und wie du das angehen möchtest und in welchem Maße du wirken willst in der nächsten Zeit. Was haben wir denn noch für unseren Löwen als Botschaft? Ja, es ist an der Zeit, also hier die vier der Schwerter kam über Kopf, aus deinem Rückzug rauszutreten. Und mit den klaren Ideen und Vorstellungen, die du hast, nach außen zu treten, darüber zu sprechen, Gedanken und Ideen Taten walten zu lassen, nicht mehr länger nur mit dir alleine im Kämmerlein die Sachen auszumachen oder auch mit deinen Lieben zu besprechen, sondern sie wirklich rauszubringen und auf eine ganz liebevolle, feine Art klare Struktur zu erstellen, eine klare Strategie zu erstellen, was jetzt dran ist, um zu wirken. Um zu wirken mit Dingen, die dich glücklich machen, die dich erfüllen und die aber auch für andere super toll sind. Weil Stärkekarte, jetzt ist der Moment gekommen, das zu nutzen und damit rauszugehen. Das ist die Botschaft für dich, lieber Löwe, in der neuen Woche. Und abschließend für dich noch die Herzensbotschaft: Wenn du es eilig hast, geh langsam. Iss langsam, sprich langsam und lass dir für alles, was du tust, mehr Zeit. Entschleunige den Augenblick, entspanne dein Leben und schalte vom Erledigungs- in den Seinsmodus über. Passt ja auch nochmal hier mit der Stärkekarte zu sagen, du bist da reingewachsen. Jetzt gewöhn dich an dieses Gefühl, wie es ist, dort angekommen zu sein und eben plane jetzt deine strategischen Schritte ganz konkret, damit du damit jetzt auch rausgehen kannst. Plane das, mach die Punkte fest, zu die Punkte fest, erstell die Konzepte, mach Nägel mit Köpfen und dann bring es in die Welt. Kein Wischiwaschi, kein Ideen sammeln mehr, umsetzen, umsetzen, umsetzen und das sorgfältig. Das will jetzt gut geplant sein, aber dann geh damit raus, lieber. Die Jungfrau in der neuen Woche hat als Wochenbotschaft, als Hinweis, als roten Faden, als Tipp, als Rat. Was haben wir denn hier? Angebote. Es scheinen irgendwelche Angebote zu dir zu kommen. Angebote, die vielleicht dazu führen, dass sich bei dir irgendwas von deiner Wegrichtung ändert. Vielleicht bist du auch die Person, die ein Angebot macht. Da musst du mal schauen, was hier stimmiger ist. Also es könnte sein, dass sich beruflich bei dir was verändert, was dazu führt, dass du in irgendeine Richtung gehst, die dich, die emotional was mit dir macht, und zwar was Gutes, die entweder dich in Ruhe bringt oder auch in eine Aufgeregtheit, aber im guten Sinne, weil du an irgendwas einen Haken machen kannst. Also vielleicht kommt irgendein Projekt zu Ende, vielleicht kriegst du aber auch einen Auftrag für irgendein Projekt, das du übernehmen sollst. Vielleicht ist es auch eine Liebeserklärung könnte es genauso sein, ja. Irgendwas Geheiligtes ist hier mit im Spiel. Also vielleicht heiratet auch die eine oder andere Jungfrau oder unterschreibt irgendeinen wichtigen Vertrag. Also in jeglicher Form, wir gucken gleich mal ins Tarot, ob wir das noch ein bisschen klarer kriegen, was hier ist. Aber das spannend finde ich auch, dieses Run with the Wolves, dieses ein Wolf kann ja gut alleine, aber auch gut in Gemeinschaft, der Leitwolf sein, der Leitwolf werden. Also vielleicht ist ja auch eine Beförderung, die ansteht in irgendeiner Form. Vielleicht beförderst du dich auch selbst, weil du mit irgendwelchen Projekten, wie gesagt, rausgehst. Und dieses auch eine gute Balance hinkriegen zwischen
zwischen Zeit für dich und Zeit in Gemeinschaft. Aber diese Zeremonie finde ich so spannend. Also vielleicht gibt es irgendwas, also offensichtlich gibt es irgendwas zu feiern, weil irgendwas zum Abschluss gebracht wird oder eben auch neu startet, was dich in eine ganz andere Kraft bringt als bisher. Wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob du diejenige, derjenige bist, der hier ein Angebot macht, was dich total mit Glück erfüllt, oder ob es an dich rangetragen wird. Ja, das musst du wissen, was in deinem Leben gerade ansteht. Und das scheint was zu sein, worauf du schon länger drüber nachgedacht hast oder worauf du schon länger wartest, was vielleicht schon länger in der Vorbereitung ist. Also vielleicht kommt auch eine Botschaft, auf die du länger wartest. Und es ist etwas sehr nochmal Geheiligtes. Das ist nochmal was Geheiligtes. Das ist, es hat irgendwas mit einem Neustart zu tun. Mit einem Neustart, mit einer neuen Ebene, mit einem. Und ich merke gerade, dass mein Kopf irgendwie komisch wird. Irgendwie verwirrt ist oder neblig ist, also ähnlich wie hier der Wolf, ist halt irgendwie sowas von Illusion oder sowas. Was ist denn das? Vielleicht hast du dich bisher mit irgendwas zurückgehalten, hast dich bei irgendwas, wo du sagst, ich will gerne, aber ich traue mich nicht. Aber wenn du dich dann traust, also wenn du dieses Angebot, was hier kommt, annimmst oder selber aussprichst, dann ist das Goldrichtigste, was du machen kannst. Wie gesagt, das kann jetzt in alle Richtungen gehen. Es kann auch sein, dass du irgendein Projekt rausbringst, ein Programm rausbringst, ein Angebot rausbringst, so beruflich, ja, was du verkaufen willst, wo dein Herz schon lange drüber nachgeschlagen hat und du hast es bisher noch nicht gemacht, weil du dich nicht getraut hast oder nicht bereit gefühlt hast. Das kann ein Liebesbeweis sein, das kann eine Liebeserklärung sein, das kann... Also für mich sieht es fast aus wie Heiratsantrag, ja, Schrägstrich, vielleicht auch Schwangerschaft, also Jungfrau hat öfter mal Schwangerschaftskarten, ne? Oder wie gesagt, Jobpromotion oder ganz neuer Job oder vielleicht auch eine Reise, die du schon lange, Hochzeitsreise, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Jungfrau-Botschaft ist hier relativ speziell. Guck mal gerne auch beim Aszendent und Mondzeichen rein, wenn du sagst, okay, also jetzt, damit gehe ich jetzt gar nicht mit, weil ich merke auch bei mir im Kopf ist total neblig gerade. Also das scheint ein Thema zu sein, was für die ein oder andere Jungfrau sehr wichtig ist, weil es einfach ein großer Schritt gerade im Leben ist. Und wenn das ansteht, dann nimm es. Und wenn du sagst, nee, also bist jetzt gerade nicht, dann guck lieber bei Aszendent und Mondzeichen rein, was da vielleicht für dich nochmal konkreter ist. Als Herzensbotschaft für dich in der neuen Woche haben wir: Lege deine Hände sanft auf dein Herz, schließe die Augen und denke, möge ich glücklich und unbeschwert sein. Lass deinen Atem frei und ruhig strömen und lächle dir zu und wiederhole diese kleine Meditation täglich einige Male. Möge ich glücklich und unbeschwert sein. Möge ich glücklich und unbeschwert sein. Ja, passt ja auch zur Energie, die wir jetzt hier zumindest haben. Da kommt irgendwas rein, was genial für dich ist. Ob du es aussendest oder ob du es bekommst, wie gesagt, guck, was besser passt. Aber wenn es die Botschaft für dich ist, mega. Die Waage, huch. Karmische Tiefen haben wir hier. Also für die Waage kann thematisch irgendwas aus der Vergangenheit hochkommen, was uns der Saturn rückläufig natürlich auch schön hochholt. Karmische Geschichten. Karma wird ja oft negativ betrachtet. So, ja, Karma is a bitch. Ja, Karma vergisst nicht, aber im Positiven ja auch nicht. Also, dass du karmisch, klingt jetzt kacke, belohnt oder auch bestraft wirst. Also guck mal, was sich da meldet diese Woche. Ob es was ist, was dich in die absolute Glückseligkeit führt, weil einfach deine Karma-Punkte gut aufgerechnet werden und du wirklich merkst, oh mein Gott, ich bin hier gerade sowas von auf der Sonnenseite und auf meinem Sonnenleben, weil ich karmisch so viel Gutes jetzt gerade einsammeln kann aus diesem, aber auch aus allen vergangenen Leben, weil die Dinge sich jetzt gerade karmisch fügen. Oder ob sich einfach Dinge zeigen, die nochmal angeschaut und gelöst werden sollten, weil sich eben durch Saturn rückläufig jetzt einfach Dinge zeigen, die jetzt dran sind, angeschaut zu werden, hingeschaut zu werden, anzunehmen
und aufzulösen. Wenn du das gemeinsam mit mir machen möchtest, dann herzlich gerne. Dann guck mal in die Infobox unter meiner Energiearbeit. Dann lass uns gerne mal eine Karma-Strangreise machen und da gemeinsam eintauchen. Mal gucken, was du karmisch da noch so anzuschauen hast. Wir gehen hier mal noch mit dem Tarot so ein bisschen in die Details, worum es hier für die Waage gehen könnte. Ja, vielleicht hält dich noch irgendwas zurück auf deinem Weg, weil du eigentlich ist alles klar, aber dann sind da so Sachen, die dich ins Wanken oder in eine Unsicherheit bringen, die, ja, besser könnte es ja nicht passen. Ja, hier sitzt er davor und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der König der Kelche hat sich für einen entschieden, aus dem ganzen Wirrwarr, dass sich für einen entschieden sagt, okay, da geht's lang. Ganz klar. Das ist der Weg, da geht's lang. Und vielleicht, solange du noch in irgendeiner Ungereimtheit bist, fällt dir das schwer, da in diese Klarheit reinzukommen. Und gleichzeitig könnte ich mir fast vorstellen, dass wenn du wirklich vertraust auf das, was dir in der Tiefe kommt, dann ist es schon total klar. Dann ist es schon total klar und dann brauchst du nur zugreifen zu der einen Sache, die einfach nicht von der Hand zu weisen ist, die sowas von klar vor dir liegt. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu rütteln und zu rütteln. Und vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif dafür, dir das auch zu holen. Dann ist halt nochmal der Auftrag, hier im Vertrauen zu bleiben, vielleicht das Licht zu leuchten, bis die Sache kommt, dich offen zu halten und zu sagen, okay, Timing ist noch nicht perfekt, aber ich weise dem Ganzen den Weg. Ich halte Ausschau, ich halte das Licht, um zu zeigen, okay, sinnbildlich, hier ist es. Hier bitte, ja, hier bitte und auch wenn ich mal ungeduldig werde, ich hole mich immer wieder zurück in meine Balance und in mein Vertrauen, weil es ist Gold, klar, es ist karmisch vorbestimmt, ja. Ob das jetzt dein Traumjob ist oder Traumpartner, Traumpartnerin oder was auch immer, worauf du wartest, also ich würde mal sagen, karmisch betrachtet. Wie gesagt, vielleicht gibt es da noch so ein paar Ungereimtheiten, dann lass uns gerne auch zusammenarbeiten, aber trotzdem, es ist auf dem Weg, es ist unterwegs, bleib du in deiner Kraft, bleib du in deinem Vertrauen, leuchte das Licht nach Hause, Verirrte werden zurückfinden. So, Herzensbotschaft für die Waage in der neuen Woche, die ziehen wir dir natürlich auch noch. Das ist die Herzensbotschaft für unsere Waage in der neuen Woche. Ups, da haben wir... Verurteile dich nicht, verurteile auch andere Menschen nicht. Lass alles bewerten, urteilen und vergleichen los. Das sind nur Gedanken und Meinungen. Dadurch werden dein Herz leicht und dein Geist ruhig und klar. Genau, also auch von der Verwirrung, wie wir es hatten, ja, 7 der Kelche zum König der Kelche. Aus der Verwirrung raus in die Klarheit ist hier die Botschaft nochmal für dich, liebe Waage. Für unseren lieben Skorpion. Gucken wir mal, was die Karten dir für diese Woche sagen wollen. Was ist der Rat, der Hinweis der Karten, das Motto, der rote Faden für unseren lieben Buch? Skorpion. Licht, geh raus. Tanke Energie, tanke Sonne, mach vielleicht Urlaub, fahr irgendwo hin, setz dich in den Park, geh öfter mal raus, auch wenn du vielleicht viel zu tun hast, immer ab und an mal ein paar Minuten in die Sonne gehen, dich bescheinen lassen, mit Sonnenenergie auftanken, ist hier ein guter Rat, aber gleichzeitig erlaube dir auch dein eigenes Licht leuchten zu lassen. Du bist so wundervoll, du hast so viel zu geben und wann hast du dir das letzte Mal so richtig bewusst gemacht, wie viel Licht du in die Welt bringst, wie wichtig du bist für die Menschen in deiner näheren Umgebung, ja offensichtlich sowieso, aber auch für den weiteren Kreis, was du alles zu bewirken und zu geben hast und das nicht vergessen sollst selber, aber auch damit nicht hinterm Berg halten, sondern schon auch zu sagen, hey, das und das, dafür stehe ich und das kann ich und ich biete dir an, das auch zu nutzen, weil ich einfach das teilen möchte mit der Welt, mein eigenes Licht leuchten zu lassen und mich da auch rein zu entspannen. Dann ist es so ein Geben und Nehmen und vielleicht hast du auch in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass du vielleicht als zu selbstverständlich genommen wirst von dem einen oder anderen oder vielleicht hast du auch deine eigenen Gaben und Talente als zu normal abgetan, als, naja, so bin ich halt, das kann ich halt, ja, das liegt mir. Aber andere können das halt nicht. Also darfst du dir da auch nochmal selber zeigen, wie besonders du bist
Und vielleicht hast du aber auch den einen oder anderen als zu selbstverständlich genommen oder das ein oder andere als zu selbstverständlich genommen. Und da darfst du vielleicht auch noch mal ein bisschen Licht drauf leuchten und beteiligten Menschen in deinem Leben vielleicht mal sagen, wie sehr du sie wertschätzt. Ne? Also das geht jetzt hier so in etliche Richtungen, diese Karte. Aber ich finde, das ist auch kein Widerspruch in sich. Das kannst du eigentlich alles so ein bisschen dir zu Herzen nehmen in der neuen Woche. Ja, alles schöne Botschaften. Und dann gucken wir mal jetzt hier noch ins Tarot rein, was wir hier noch ergänzend für unseren lieben Skorpion haben. Was haben wir denn hier in der neuen Woche vom 13. bis 19.06. für den Skorpion? Der Skorpion. Ich glaube, es könnte an der Zeit sein, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, welche Stationen in deinem Leben sehr besonders waren und wo es dich vielleicht nochmal hinzieht. Vielleicht geht es darum, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, mit dem du schon lange keinen Kontakt hattest und da einfach mal wieder anzuknüpfen an alte Zeiten, mal nachzufragen, wie es dann so geht. Vielleicht geht es auch darum, dir Gedanken zu machen, mal, wo war ich vielleicht mal so richtig, richtig glücklich, kraftvoll, habe mich vielleicht erholt, konnte meine Akkus auftanken. Vielleicht ist es an der Zeit, da mal wieder hinzufahren. Irgendwo, wo du sagtest, Mensch, da wollte ich schon immer mal wieder hin. Ist vielleicht jetzt an der Zeit, das zu machen oder zumindest in die Planung zu gehen, weil du da irgendwelche Anteile einsammeln kannst, die gut für dich sind, die, wo du vielleicht nochmal ja, entweder in eine andere Kraft kommst, es kann ein Kraftort von dir sein, wo du vielleicht auch neue Ideen tankst, weil es ein sehr kreativer Ort ist, wo es vielleicht auch darum geht, festzustellen, dass heute eine ganz andere Person dahin gereist ist als damals. Das geht ja auch so ein bisschen in alle Richtungen, aber guck mal, ob es irgendeinen Ort gibt, wo du wirklich gesagt hast, Mensch, da wollte ich immer mal wieder hin. Dann, wenn es dir diese Woche nicht möglich ist, dahin zu fahren, dann plane zumindest diese Reise. So, was haben wir denn noch für unseren Skorpion als abschließende Botschaft? Da haben wir, du musst gar nichts. Erkenne, dass du selbst es bist, der die Entscheidungen in deinem Leben trifft. Sei dir bewusst, dass sich hinter jedem Ich muss eigentlich ein Ich will versteckt. Der einzige Mensch, der dich unter Druck setzen kann, bist du selbst. Passt ja auch nochmal zum Thema, dich in dein Licht rein entspannen. Ne? Öfter auch mal eine Pause machen. Ja, das habe ich für dich, lieber Skorpion, in der neuen Woche. Dann, zu dran, was ist das Motto für den Schützen, das Thema für den Schützen? Da haben wir der Blick der Eule. Oder die Sicht der Eule. Und die Eule sieht ja Dinge, die anderen verborgen sind. Erstmal kann die ihren Kopf ja einmal im Kreis drehen, praktisch. Ne? Sieht nachts sehr, sehr gut. Sieht, hört auch sehr gut. Also nimmt Dinge wahr, die zwischen den Zeilen mitschwingen oder auch die andere übersehen. Man könnte auch sagen, Adlerauge sei wachsam. Oder vertrau noch mehr auf deine Eingebungen. Dass du vielleicht im Gespräch mit anderen Dinge wahrnimmst, die so gar nicht auf den Tisch kommen, aber du spürst es und vertrau auf diese Eingebungen, die du vielleicht nicht belegen kannst, wo du sagst, ich weiß es einfach. Ich weiß einfach, dass das wichtig und richtig ist. Und du kannst es, wenn jemand sagt, wie kommst du da raus? Ich kann es nicht belegen. Es ist einfach so eine Weisheit in mir, so ein Wissen in mir. Dann geht es darum, in dieser Woche genau darauf zu vertrauen. Und du musst es nicht belegen, du musst es nicht beweisen. Aber auch gerade, wenn du vielleicht beratend tätig bist oder es darum geht, irgendwo in irgendwelchen Meetings Dinge wahrzunehmen oder zu beachten, wisse, dass dieses Vertrauen, dieses innere Eulenwissen, diese Sichtweise der Eule wichtiger ist als die Fakten, die vielleicht in Büchern stehen in dieser Woche für dich. Und ja, das kann sein, weil die Karte kam über Kopf, dass dich das vielleicht auch manchmal verunsichert oder aus dem Tritt bringt, gerade wenn dann andere nochmal kritisch nachfragen. Und dein Auftrag ist es dann trotzdem bei dir, in deiner Kraft, in deiner Überzeugung zu bleiben, zu sagen, nee, ich spüre das einfach so sehr, so stark,
Und lass mir das nicht ausreden. Ich weiß, was ich da fühle. Ich weiß, was ich da fühle. Du musst mich da nicht irgendwie versuchen, in eine Unsicherheit zu bringen oder sowas, sondern ich jongliere mit dem, was da kommt. Und ich nehme das ganz bewusst wahr. Und ich muss mir manche Sachen nicht schwer erarbeiten, weil ich einfach eine gute Balance habe zwischen dem, was da ist und dem, was ich spüre, also was man klar sehen kann und dem, was ich spüre. Und ich muss mir manche Sachen nicht schwer am Schreibtisch erarbeiten, weil es einfach für mich klarer ist, weil ich verbunden bin mit einer Quelle, mit der andere vielleicht nicht verbunden sind. Und dann vertraue darauf und wisse, das ist richtig. Du sollst das so wahrnehmen. So, als abschließende Botschaft für den Schützen haben wir Gelassenheit. Da haben wir es, ja. Gelassenheit ist kein Ziel, sondern ein wunderbarer Weg, der immer leichter und freudvoller wird, je länger du ihn gehst. Falls es dir noch schwerfällt, loszulassen, habe Geduld. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja, auch loszulassen von dem Weltlichen, weil du scheinst so offen und angebunden und der Schütze ist ja auch super feinfühlig. Was willst du machen, ja? Brauchst bestimmte Sachen nicht, die andere sich vielleicht viel mühsamer erarbeiten müssen, was dir zufällt. Erlaube dir, dass es dir zufallen darf. Ja? So, wie immer, last but not least, für unseren Skorpion, welche Botschaft haben wir hier? Balance, es ist Zeit für Balance in sämtliche Richtungen. Ja? Balance im Sinne von Yin und Yang, Balance von deine weiblichen und männlichen Anteile, dein Fühlen, dein Umsetzen, dein Wahrnehmen, dein Umsetzen, dein Wahrnehmen, dein Machen in Balance bringen. Die Balance zwischen Empfangen und in die Welt tragen, Balance zwischen Arbeiten und Pause, Balance zwischen, ja, auch, weiß ich nicht, Tortenschlacht und Salat essen. Also Balance in sämtlicher Form. Deine Balance behalten ist das Thema für dich in der neuen Woche, lieber Steinbock. Wir gucken mal, ob wir da noch ein paar genauere Informationen für dich rauskriegen. Ups. Ja. Balance zwischen mutig voranschreiten und Pause machen. Mutig voranschreiten, umsetzen, reflektieren, nachdenken, wieder rausgehen. Reflektieren, umsetzen. Nachdenken, strategisch planen, entspannen, genießen, unterwegs sein, drin sein, draußen sein, auch eine Balance hier, ja, zwischen vielleicht draußen aktiv sein, joggen gehen, was auch immer, Gartenarbeit und drinnen einfach sich hinsetzen, Kerzenschein, Tasse Tee und zur Ruhe kommen. Ja, das bestätigt es im Grunde nochmal. Ich glaube, mehr muss ich hier gar nicht sagen für unseren Skorpion. Was ist denn die Herzensbotschaft, die wir dir noch mit auf den Skorpion? Warum sage ich jetzt immer Skorpion? Steinbock. Steinbock. Auch ein S. Steinbock. Entschuldige. Steinbock, Steinbock, Steinbock. Und nimm dich selbst in Liebe an, lieber Steinbock. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wer sollte dich wirklich lieben können? Sorge gut für dich, indem du herausfindest, wonach du dich eigentlich sehnst. Sei nett zu dir, du hast es verdient. Passt natürlich auch nochmal zur Balancekarte, ne? Erstmal liebe dich selbst und dann läuft der Laden schon von ganz alleine. Okay, lieber Steinbock, ich wünsche dir eine schöne Woche und generell uns allen eine tolle Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich freue ich mich wieder über dein Herzchen, auch wenn du auf, nee, Herznummer nicht, wenn du hier auf Daumen hoch drückst, Herznummer bei TikTok, Instagram. Wenn du auf Gefällt mir klickst, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast, teile deinen Freunden mit, dass es mich gibt, allen, auch deinen Nicht-Freunden. Und dann bis zum nächsten Mal, deine Denise, uns allen eine tolle Woche.